Moin moin zusammen, hier ist der Lennart und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich die letzten drei Wochen mehr oder weniger AFK. Ende August war ich ja auf der Gamescom und direkt im Anschluss mit Felix in Seattle, um bei dem PUBG Broadcaster Royale mitzuspielen. Beide Events habe ich für euch mit meiner Kamera festgehalten. Wenn euch also interessiert, was Felix und ich so erlebt haben die letzten drei Wochen, und das war einiges, haltet unbedingt die Augen offen, denn hier kommen schon sehr bald einige Real-Life-Logs von uns beiden. Wie einige von euch vielleicht auf Twitter gesehen haben, hat mich schon vor der Gamescom ein dickes Paket von MSI vor der Haustüre erwartet. Darin befand sich der MSI Infinite A8 Gaming Desktop PC, den ich euch im heutigen Video vorstellen möchte. Die erste Sache, die mir gleich beim Auspacken aufgefallen ist, im Vergleich zu meinem bisherigen Komplettsystem, ist die Maschine hier sehr kompakt gebaut und kommt in diesem sexy portablen Gehäuse auf meinen Schreibtisch. Dass die Jungs und Mädels von MSI auf RGB-LED-Beleuchtung stehen, habt ihr ja spätestens in meinem MSI Gaming Laptop Review gesehen, aber auch bei diesem Desktop-PC kommen RGB-Fans definitiv nicht zu kurz. An der Gehäusefront habt ihr die üblichen Klinken- und USB-Ports für einfache und schnelle Nutzung. Mir persönlich gefällt hier auch das Design mit der gebürsteten Metalloptik, gepaart mit der Beleuchtung und das Design des Power-Buttons sehr gut. Overall ist der Rechner, wie eben schon erwähnt, sehr kompakt gebaut, als Größenvergleich hier einmal neben meinen 27-Zoll-Monitoren platziert. Gerade das macht den Infinite A für Leute, die des Öfteren mal auf LAN-Partys unterwegs sind, denke ich sehr interessant, da man dank des sehr stabilen Tragegriffes wirklich überhaupt kein Problem hat, das Gerät von A nach B zu bringen. Nun aber zum spannenden Teil. Was ist denn eigentlich hier drin? Kurz vorweg angemerkt, den Infinite A gibt es natürlich auch mit WindowKit, wie ihr hier auf der MSI-Seite sehen könnt. Mein Rechner wurde komplett assembled, so wie ihr ihn hier seht, geliefert. Bei erneutem Blick in den Karton habe ich aber festgestellt, dass hier tatsächlich auch ein WindowKit im Lieferumfang enthalten ist, sodass ihr wirklich frei entscheiden könnt, ob euch der Rechner mit oder ohne WindowKit besser gefällt. So oder so wollte ich das Teil natürlich aber unbedingt mal aufschrauben und das Innenleben begutachten. Kurz die drei Schrauben hier rausgedreht und schon war ich drin. Verbaut habe ich hier in dieser Version des Infinite A eine Nvidia GeForce GTX 1070 Armor mit 8 GB RAM, einen Intel Core i7-8706 Kerneprozessor, das MSI B360M Bazooka Motherboard, 2x8 GB Arbeitsspeicher von Samsung sind hier verbaut und zu guter Letzt haben wir hier eine 2 TB HDD und eine 256 GB SSD am Start. Wie ihr hier seht, ist die MSI GTX 1070 Armor hier vertikal im Gehäuse verbaut, was dafür sorgt, dass diese beim Transport besser geschützt ist, da es so unwahrscheinlicher ist, dass die Grafikkarte oder der PCIe-Slot sich verbiegt. Kommen wir nun zu der Performance. Getestet habe ich hier wieder die FPS meiner beiden Main-Games, CSGO und PUBG. In CSGO erreiche ich auf meinen 1080p-Settings konstante 300 FPS auf das 2 und mit einer laufenden OBS-Aufnahme noch immer um die 250 FPS. In PUBG pendeln sich die FPS auf Competitive 1080p-Settings zwischen 140 und knapp 200 FPS ein und mit laufender OBS-Aufnahme komme ich hier immerhin noch auf rund 140 FPS. Damit könnte man mit dieser Maschine sogar ziemlich gut livestreamen. Weitere coole Features und Einstellungsmöglichkeiten finden wir im MSI Dragon Center sowie dem Programm Mystic Light, mit dem ihr mit ein paar wenigen Mausklicks die RGB-LEDs eures Gehäuses euren Wünschen und Vorlieben anpassen könnt. Hier wieder ein paar Beispiele für euch. Overall also ein grundsolider Gaming-PC, der neben seiner Performance besonders durch die Transportsicherheit, Kompaktheit und Mobilität überzeugt. Wenn euch der MSI Infinite A interessiert, findet ihr den Produktlink in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal an MSI für die Zusammenarbeit und wir sehen uns hoffentlich bald auf der nächsten LAN.